trinken Kaffee, essen was und fahren eine kleine Runde Rad. Wir sind in Arnsberg, heißt das, der schöne Ort hier, und ja, im Sauerland. Morgen ist Sauerland-Rundfahrt. Hier ist die erste steile Steigung, wo wir gerade sind, hinter uns im Kopfsteinpflasterbereich. Das haben wir uns gerade angeschaut und jetzt machen wir kurz Pause. Dann haben wir hier so ein Caprese-Panini, Tomate, Mozzarella, so ein bisschen weißes Brot. Vielleicht gibt es da auch noch ein leckeres Eis. Heute war nur eine Stunde KB, also jetzt hatten wir glaube ich 40 Minuten und fahren dann noch, ja, 40 Minuten rein. Ist ein bisschen mehr wie eine Stunde, aber es macht den Braten nicht fett, sag ich mal. Und auf dem Programm stand jetzt heute nichts Spezielles, nur ruhig Beine locker fahren. Ich habe mich die Saison schon einmal zu heiß gemacht wegen was so und hat der Körper auch mal gestreikt. Und ich muss sagen, so eine gesunde Grundanspannung ist vielleicht da. Aber ich bin überraschenderweise gelassen so und habe einfach Lust, Rad zu fahren. Einfach rennen, einfach schön, richtig schön Berg hoch, da habe ich einfach Bock drauf so. Egal was rauskommt. Was denkst du, wie das morgen laufen kann? Gibt es da ein großes Finale oder wird es den ganzen Tag Vollgas? Na, ich hoffe einfach, dass das Vollgas ist, weil ich es geil finde. Aber es gibt viele Teams, es gibt viele Interessen und ich weiß nur, ich will das Ding nach Hause bringen. Und egal wie das Rennen wird, ich werde richtig Rennen fahren. Also habe ich noch gehört, eventuell ist vielleicht den ganzen Tag ein bisschen Gegenwind. Das kann dann doch auch nochmal was ausmachen. Und ja, ich glaube, wir haben in der Saison bewiesen, dass wir als Team sehr gut agieren können. Und ich weiß auch selbst, dass ich jetzt nicht hier sitzen würde, wo ich bin, und in den Team fahren würde, wo ich bin, und dass alle für mich fahren, wenn wir nicht einfach so ein starkes Team wären, wie wir es sind. Und letzte Woche in Sebnitz ist immer gut aufgetreten und eigentlich schon von Anfang an. Also es hat ja auch einen Grund, weshalb wir uns für die Deutschlandtour nominiert haben über die Bundesliga. So, ein Team ist wichtig, auch morgen, so wie in jedem Rennen . Ich bin hier gerade bei der Physiotherapie, Massage, Massagierung, und wir genießen ja eine 20-Minuten-Behandlung und lockern ein bisschen die Beine auf und lassen den Kopf hängen, im positiven Sinne. Es ist so viele verschiedene Bewegungs- und Massagierungsgriffe, die sie so macht, beeindruckend. Du musst dir das erstmal vorstellen, sie kennt ja noch gar keine. Das ist Annika, unsere Physiotherapeutin. Hallo. Neu seit diesem Jahr, ne? Mhm. Ja. Dann merkst du immer schon, ob die Beine sich komisch anfühlen oder gut? Kann man da was sagen zu? Ja. Es kommt halt immer drauf an, aber jetzt momentan ist alles ziemlich locker. Nicht wirklich fest. Verspannt auch noch nicht. Deswegen machen wir jetzt auch nur Lockerungstechniken. Das sind somit die schönsten 20 Minuten am Rennwochenende. Außer dann natürlich das Rennen an sich, ja, ist ja Highlight. Aber so an dem ganzen Drum und Dran. Ich kann euch nur ans Herz legen, seht es auch als das. Es ist ein Radrennen von den vielen Bundesliga-Rennen und nicht mehr und nicht weniger, und wir wollen auch dieses Radrennen so gut, wie es uns möglich ist, fahren, bestreiten, gewinnen oder uns gut platzieren, wie auch immer, was da morgen der liebe Radsportgott für uns vorgesehen hat. Ihr müsst euch eigentlich nur auf eins berufen, und das ist so das, was wir das ganze Jahr über uns so erarbeitet haben, ne? Dieses, wie ihr das auch macht, ihr haltet zusammen, ihr habt auch Spaß miteinander, ihr
Und nehmt das einfach morgen mit in das Rennen rein. Lasst euch nicht von Nervosität oder von irgendeinem Druck negativ beeinflussen. Also jeder wächst mit seinen Aufgaben und morgen haben wir die Aufgabe, es zu beenden, gut zu beenden. Und um jetzt mal die Kirche im Dorf zu lassen, muss auch ich sagen, der immer gerne gewinnen möchte, dass die Tatsache, dass der John auf dem Podium landen kann, ja schon an sich gut ist und wirklich stark ist und was wir jetzt im Winter auch nicht unbedingt so planen konnten. Also ich glaube, dessen sind wir uns alle einig. Ja. Alle für einen, einer für alle, ist morgen halt wichtig, so wie das auch bei den anderen Rennen wichtig war. Es ist morgen nicht besonders wichtig, es ist einfach nur wichtig. Und dass wir so mit dem, was wir erlebt haben, so ein bisschen da reingehen und euch selber die Frage stellt, okay, wie bereit bin ich, um das, was wir jetzt angefangen haben, zu beenden, gut zu beenden. Weil das ist das, ohne irgendeinen Druck aufzubauen, was eine gute Mannschaft und einen guten Einzelfahrer ausmacht, die Dinge zu beenden. Ja, also das ist ein kleiner Tipp von mir, macht nicht den Fehler und denkt morgen am Start oder vor dem Start, ihr müsst 8 Espressos trinken oder sowas. Oder 10. Ja. 5 Doppel. Also tut mir den Gefallen, tut eurem Körper den Gefallen, das müsst ihr morgen nicht tun. Es ist völlig sinnlos, heute Abend alle Eventualitäten durchzusprechen. Das ist totaler Quatsch. So. Ihr müsst nur wissen, okay, ich muss an dem ersten Anstieg halbwegs da sein, wo das Rennen stattfindet. Und spätestens auf der Runde muss ich präsent sein. Und der Vorteil ist, vor der Runde ist nochmal der erste längere Anstieg. Das ist breite Straße, ist nicht schlimm, dort selektiert sich's schon. So, da muss ich auch meine Position haben. Ja. Das heißt, bis auf die Runde gucken wir genau, was da passiert und nach der Runde, wenn nötig ist, werden wir dann das erste Mal sprechen, wenn das möglich ist. Das Rennen geht nach vorne raus, es wird morgen nicht passieren, dass man kontrollieren muss, wer rausfährt. Ja. Das wird morgen nicht passieren, das ist einfach ein Gehacke. Und wir müssen mit so viel Mann wie möglich einfach da vorne dran sein. Und wenn ihr jetzt genau zugehört habt, habe ich noch nicht einmal das Wort Jonas Rutsch in den Mund genommen oder irgendwas, weil das überhaupt keine Rolle spielt. Ja? So. Also auch John muss morgen, egal ob du das Trikot anhast oder nicht, das musst du alles, also diese Taktik beginnt später erst. Ja, ja. So, und da müsst ihr mir dann auch die Zeit geben, das zu koordinieren, wenn er es nicht schon selber checkt, dann muss auch keiner hinterkommen, um da einen Plan zu stricken. Ja, weil es ist, wie gesagt, sinnlos, jetzt alles durchzunehmen, was passieren kann. Das ist Schnulli. Hast du einen Schlüssel? 3 Tage Sauerland-Rundfahrt. Das ist gut, dass du die Scheibe putzt, dann können wir schön rausfilmen vorne. Was hast du noch so auf deiner Playlist? Blue, You Make Me Wanna. Das ist eigentlich so hier so ein Evergreen, den kann man immer bringen. Was war das Lied davor? Tobi, der Bass muss ficken. Genau, das ist ein Schlagerlied. Wie geht das so? Kannst du es mal ansingen? Na, da bin ich nicht so textsicher. Ach komm! Pussy. Ich hätte aber noch Atomic Kitten, The Tide is High. Also wer das nicht kennt. Da ist doch gerade schon die Entscheidung gefallen, oder? Jungs, jetzt. Oh, jetzt komm. Ropsi, jetzt nochmal alle. Ropsi, so fahren wir da heute hoch. Where are my candy girls? Oh no!
Ja, kennt von Avril Lavigne noch Complicated? Nee. Servus. Hier. Alan. Alan. Ich hab's auf meinem Bauch gezogen. Alles, ey. Da kannst du auch ein lauter machen, das ist ja okay. Was ist denn das jetzt? Hier haben wir den zweiten der Bundesliga. Den ersten hatten wir eben schon mit Hermann Rantim, jetzt kommt der zweite. P&S Metalltechnik aus Thüringen. Im letzten Jahr noch Dritter in der Bundesliga, Teilnehmer der Deutschlandtour diesen Jahres. Gesamt Dritter in 2018, Erster in Düren, Erster in Chemnitz, Erster in Linden, Siebter Cottbus, Vierter Nürburgring, Vierter Gentin, Fünfter in Sebnitz. Erster Johann Mendrisch. John Mendrisch. Mendrisch. Wo ist Mendrisch? John Mendrisch. Wo steht er? Wo ist er? Da ist er. John Mendrisch. Erster. Heieiei. Das, ja. Also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist ja schon klasse. Zweiter Düren, erster Chemnitz, erster Linden. Und dann brach es ab. Was ist passiert? Ja, nur die ersten zwei Plätze waren weg. Ja, also hier gibt es einen Michael Aschenbrenner. Dann haben wir noch unseren Pavel, nennen wir den mal. Ne? Dann gibt es noch Molde, Robsi, Dingler, Alfons und Jory. Ja, gut. Es ist natürlich absolut geil, dass wir jetzt fast das ganze Jahr dieses Führungstrikot im Team hatten. Und ja, wenn wir das heute noch zu Ende bringen können, wäre es natürlich richtig geil. Ich hab richtig Bock. Es ist Ende der Saison und so motiviert war ich, denke ich, noch nie, aber ist doch gut, ne? Also ich wusste direkt von Beginn an, dass das einzige Rennen in der Bundesliga-Serie, was mir liegt, ist das Düren. Und wir haben das Beste in Düren draus gemacht und dann habe ich hier die Helferrolle eingenommen in der Bundesliga. Das macht Spaß und ja, heute bringen wir es zu Ende. Ja. Du kennst die Strecke, John kennt sie nicht. Kannst du ihm noch ein paar Tipps geben? Ja, die Tipps haben wir gestern eigentlich in der Besprechung schon alle ganz gut zusammengefasst. Die erste Rennstunde muss man immer ganz vorne sein, weil da viel Hektik sein wird auf den kleinen Anstiegen mit den schmalen Straßen. Und ansonsten weiß er auch so ganz gut, wo er zu fahren hat und Richtung Ende sind eh viele große Straßen. Was ich allerdings noch erwähnen würde, ist die Rochuskapelle bei Kilometer 98. Das ist nochmal die letzte Bergwertung vom großen Finale dann. Das ist auch auf einem kleinen Feldweg, sehr idyllisch gelegen. Ich habe gestern mal die Rochuskapelle gegoogelt. 16. Jahrhundert gebaut und ist im Sauerland wirklich ein Hingucker und ein Touristenmagnet. John, hast du dir das gemerkt? Ja, ohne Worte. Alles klar, Marco. Also im 16. Jahrhundert hätte ich zur Rochuskapelle gemusst. Lass die ja bloß Rochus. Lass die ja. Nee, habe ich mir gemerkt. Und auf dem Feldweg siehst du mich da vorne. Auch die Bergwertung zum Odin bei Kilometer 73 ist ein Kilometer mit 11,7% im Schnitt. Das sind 4 Minuten Vollanschlag. Da musst du auch vorne dabei sein. Da willst du nicht hinten sein. Hier, Rochuskapelle. Davor gibt es noch mal was zu essen. Also viel Kultur am Ende. Viel Kultur. Gut. Griechischer Wein, oder? ARD und ZDF sind informiert. Ja, in HD. Anzeige ist raus. So, der scharfe Start ist erfolgt. Offizielle Startzeit, wir haben 11.24 Uhr mit der offiziellen Startzeit zur dritten Sauerlandrundfahrt. Stehen Sie schon. So, wir kommen jetzt zum ersten Highlight im Schlossberg in Arnsberg.
ganze Thermik umsonst. 190.000 Punkte an. Wollt ihr mich verarschen oder was? Hältst du hier mit 290.000 Puls an? Geht eigentlich, ich war gerade beim Pissen schon wieder. Ja? Fahr wieder vor jetzt bitte. Ciao. Geiles Rennen, also Kompliment an den Veranstalter, ist ein geiles Rennen, haben wir die letzten Jahre schon erlebt und die Jungs kennen auch halbwegs die Strecke, also gut, wirklich gutes Rennen, schweres Rennen und schöne Landschaft, heute haben wir natürlich Glück mit dem Wetter, super Wetter, die Jungs müssen nicht im Regen fahren, was wir erst so ein bisschen befürchtet hatten und ja, ist geil. Ja, ist alles gut so. Ihr müsst die weglassen? Die haben jetzt 1,35, das hat sich jetzt aber nicht mehr vergrößert. Wenn das so bleibt, ist alles gut. Ne? Okay. Denkt dran, Schori, ihr müsst doch immer mal Luft holen, ordentlich essen, ordentlich trinken. Ja. Und erstmal cool bleiben. Die Leute, die angeschlossen sind, nochmal Namen auf die Nummern stellen, wo sie was mal durchsetzen. Jonas Rutsch vom Team Lotto Kern aus. Wir haben uns ja so ein bisschen gewünscht, dass der Jonas Rutsch selber das Rennen sehr schwer macht und selber richtig aggressiv fährt. Das macht er. Aber was jetzt zuerst mal ein bisschen abzuwarten bleibt, der hat noch, glaube ich, jetzt 9 oder 10 Mann da vorne in der Spitzengruppe. Also wir haben eine 10-Mann-Spitzengruppe mit 3-mal Hermann und 1-mal der Rutsch. Und ja, das sorgt jetzt wahrscheinlich da vorne auch erstmal ein bisschen für unterschiedliche Interessen. Das ist im Grunde gar nicht verkehrt. Jetzt darf nur aktuelle nicht... Aktuelle Rennsituation, 9 Fahrer Spitze, die haben wir gerade durchgegeben. 1 Minute 35 Rückstand des Feldes. Dazwischen ist alles sauber, das heißt, wir haben die 9 Fahrer Spitze und dann das Feld
auf 1 Minute und 35 Sekunden. Wir haben es gerade gehört, 1,35 bleibt jetzt die letzten 15 Kilometer relativ konstant. Das ist gut. Also das lässt eine kontrollierte Fahrweise unsererseits zu. Und ich glaube, hier hinten im Feld wird es jetzt irgendwann auch noch Interessen geben. Also das Feld ist zügig unterwegs. Und jetzt werden wir Stück für Stück uns da in das Rennen reinarbeiten. Wie entwickelt sich der Vorsprung, um dann zu gucken, was wir machen. Aber hier vorne sind nach wie vor Aktivitäten und es ist nicht langsam. Also hat jetzt gar nicht mal was mit der Einzelgesamtwertung zu tun. Hier sind genug andere Jungs, die Radrennen fahren wollen und hier auch irgendwas holen wollen. Von daher spielt uns das jetzt eigentlich ganz gut in die Karten. Was für mich bisschen schwierig ist, es sind halt 9 Mann da vorne. Das ist halt, 5 Mann wären wir lieber, aber ist jetzt wie es ist. Nehmen wir so hin und jetzt gucken wir, wie wir da weiter voranstreiten. Ist alles cool? Im Moment schon. Okay, also einfach machen. Ja, wir sprechen gleich noch mal kurz. Ihr müsst eigentlich bis Kilometer 85 müsst ihr es kontrollieren. Bis dahin kontrollieren. Und dann müsst ihr losfahren. Alles dann. Einzigste Chance. Okay, kann ich noch ein G haben? Mit Jonas Rutsch, Florenz Knauer, Jan Scheinoster und Michel Gieselmann. Vorne dreimal Spitze mit dem Jonas Rutsch. Und hier hinten fahren unsere Jungs teilweise und auch die anderen Mitkämpfer. Und alle fahren jetzt Anschlag. Also vorne die, hier hinten die. Nur dass die vorne immer noch ein Stückchen ihren Vorsprung ganz leicht ausbauen. Wir haben jetzt noch einen richtigen Anstieg. Dann sind wir schon fast im Ziel. Also Prognose abgeben kann, wenn der Rutsch nicht einbricht, wird er auch genauso ins Ziel kommen. Vielleicht noch die beiden Jungs abhängen. Und dann kann man nur sagen, Chapeau. Das ist cool. Geiles Rennen. Von ihm, geiles Rennen. Und, aber es ist noch ein bisschen. Wir haben jetzt 111. Es sind über 140 Kilometer. Wir schauen mal. Dreifahrerspitze, Nummern und Namen sind bekannt. Und dann zwei Verfolger mit der 4 P&S Metalltechnik. Dominik Röber. Hier ist noch einer. Ola, irgendwas. Ola ist nicht da. Ja, also Trikot ist jetzt so gut wie weg. Damit haben wir uns jetzt schon seit geraumer Zeit abfinden müssen. Das ist aber erstmal völlig okay. Und jetzt ist
ist das eingetreten, was wir im Vorfeld auch schon mal so ein bisschen besprochen hatten. Wenn der John wirklich nicht mehr in der Lage ist, dass man dann entscheidet, um den Tagessieg mitzufahren. Der Dominik Röber ist jetzt mit noch einem Fahrer von Hermann losgefahren. Jetzt kommt noch ein Hügel. Ja, vielleicht schafft das noch bis vor. Oh, das sind noch 10 Kilometer. Und dann gucken wir mal. Alfons ist gut drauf, hat gute Beine und hat sich die letzten Wochen schon angedeutet. Ist heute auch sein Rennen. Jetzt hat er freie Fahrt. Gucken, was er daraus macht. Und der Sieger des heutigen Müller-Lieder Logistikfinales, Startnummer 15, Jonas Rutsch. So, 500 Meter Marke, jetzt die Verfolger mit Adamitz und mit Röber. Knauer zurückgefallen. Geht um den dritten Platz hier in diesem Rennen. Zweiter ist Jan Schernoster von Heizumat Radnet. So, Röber geschlagen hier. Und drittplatzierter in diesem Bundesliga-Finale ist Adamitz. Jonas Rutsch. Tranquilo. Meine Fresse, Junge. Ich habe es im Vorfeld gesagt, der Beste soll gewinnen, das warst du heute. Meinen Respekt, Riesensache, das ganz alleine, nicht viel mit Team. Hut ab und dir eine schöne Zeit in der Pro Tour. Mach's gut, Junge, und bleib wie du bist. Flowers in your hand, we were all chasing phantoms. Maybe you would hold them still and I'd grab on. Yeah, well if you're scared of the dark, let the rundown street lights be your stars. And then picture swings in the bark, and I'll swing with you. Sing it, sing it with me. Sing it with me. Das ist schade, dass ich das Ding nicht nach Hause gefahren habe. Das schmerzt auch, aber ich hatte halt mega Spaß zu sehen, mit was für ein Team ich unterwegs bin. Ich glaube, heute hat jeder alles getan, was für ihn persönlich im Rahmen des Möglichen war. Es war ein tolles Erlebnis zu sehen, dass wir so ein Teamwork hatten und wir haben unser Bestes gegeben. Und wenn wir halt mit 3 Mann nachführen und vorne fahren halt auch 4 Mann und sind sich einig, fährt man halt den ganzen Tag mit einer Minute. Und wir wissen ja alle, dass ein Jonas Rutsch geht nicht ohne Grund in die World Tour. An dem Punkt auch Chapeau für die Tagesleistung, Jahresleistung und viel Glück für die WM auch. Hat er verdient, den Sprung. Und ich bin gespannt, wie der World Tour da mal richtig reinschmettert bei den Klassikern. Wir hatten die letzten Tage einfach Spaß, die letzten Wochen wieder als Team und wir hatten wieder unseren Flow. Und man kann nicht immer gewinnen. Also es gibt immer 200 oder 120 oder 150 Fahrer und da will jeder gewinnen. Einer wird's halt. Kann nicht immer derselbe sein. Ja, also für mich selber, also ich bin sehr zufrieden, so, dass das eigentlich durchweg dieses Jahr konstant gut lief. Aber schön wäre es natürlich gewesen, hätten wir mit John das Trikot geholt. Aber ich sage, Bundesliga ist jedes Jahr. Nächstes Jahr ist auch nochmal eine Chance, so ein Trikot zu holen und das dann mal durchzuziehen. Und ich denke, wir brauchen da jetzt nicht zu sehr enttäuscht sein, weil ich denke, das war durchweg mit allen Höhen und Tiefen eine sehr gute Bundesliga-Saison und wir können uns da, denke ich, drüber freuen. So. Und ja, jetzt ein bisschen die mentalen Wunden ein bisschen lecken. Bei mir selber gar nicht so. Ich bin überhaupt nicht enttäuscht, weil ich blicke halt immer direkt die ganze Saison. Da haben wir ein bisschen was durchgemacht. Heute haben sie sich nochmal riesig gezeigt. Alleine was Jonathan Dinkler und Fabian Schurmeier geleistet haben, heute war ich schon gigantisch, also die sind eigentlich das ganze Rennen zu zweit da von vorne gefahren und wenn der Tobias Nolte zurückkam nach einem schweren Anstieg, dann hat der auch noch mitgemacht. Also sie haben sich wirklich geopfert, das war schon geil und deswegen kann ich nicht enttäuscht sein. Es hat wirklich der Bessere gewonnen, es hatte nichts mit Schlausein zu tun, sondern einfach nur pure Kraft und einfach drauftreten und das ist heute passiert. Es
gehört alles dazu, Auf und Abs, aber es gibt jetzt erstmal nichts Großartiges zu meckern. Ne?